Wir sind bei 12 Grad und Regen an den See gefahren, um die verrücktesten Sommergadgets zu testen. Also seid gespannt, ob meine Luftmatratzenseilkonstruktion mich über Wasser gehalten hat. Hallo, Josef. Was geht? Schönen guten Tag. Wir haben das beste Sommerwetter mitgebracht. Alter! Vorsichtig. War das letzte Mal auch schon so steil? Einen Schritt vor den anderen. Wir haben das beste Sommerwetter mitgebracht, Freunde. Es sind 12 Grad, vorhin hat es noch geregnet. Und schaut euch mal die Strömung in unserem See des Vertrauens an. Also dagegen ist der Rhein nichts. Und wir testen Sommergadgets. Part 2. Wir haben hier erstmal eine wunderschöne Tasche mit Beach Please drauf. Hi, Freunde. Beach Please. Du machst mich dreckig, okay? Alex. Ja. Wir haben unsere Schwimmnudel mitgenommen. Ich habe ein Handtuch mit am Start und eine Badehose an, weil ich ja im letzten Video gesagt habe, wenn ihr wollt, dass wir mal so Dinge im Wasser oder auf dem Wasser testen. Ich habe jetzt auch meinen Bootsführerschein. Beispielsweise, ich verbringe 24 Stunden auf einer Luftmatratze im See. Das finde ich nice, ja. Heute gehst du ins Wasser. Nur letztes Mal war es halt Sonne und unfassbar schönes Wetter. Und jetzt ist es arschkalt. Josef, film dich mal selbst. Der Typ hat seinen Hoodie über seinen Kopf gezogen, so windig ist es gerade. Hier ist kalt. Das erste Gadget, was wir direkt brauchen, ist natürlich ein Sonnenschirm, weil die Sonne strahlt ja so. AKA Regenschirm heute wohl eher. Und es ist kein normaler Sonnenschirm, weil den packst du dir auf deinen Kopf drauf. Guck mal, extra sogar mit so Oberfläche, dass das hier die Sonne abstrahlt von dir, reflektiert. Für einen Regenschirm wäre das klasse. Stellt euch mal vor, man läuft durch die Stadt, man hätte beide Hände frei oder beim Fahrradfahren. Aber gut, jeder wird dann halt angucken, weil man aussieht wie volliger Idiot. Aber das ist bei mir eh schon der Fall. Wir können direkt weitermachen, weil es ja so richtig warm heute ist. Habe ich dir eine Klimaanlage, Ventilator. Es ist so scheiße windig, ne? Kannst du dir um den Nacken legen. Ja, damit mir noch kälter wird. Das ist krank. Das funktioniert, weil ich immer diesen komischen Schirm mache. Also wir haben insgesamt 4 Stufen. Das hier ist die höchste. Man hört das auch auf jeden Fall. Und es kommt nicht nur hier vorne raus, sondern auch hier an den Seiten so ein bisschen. Deswegen, wenn man sich das Ding umbindet, boah. Bisschen wie Kopfhörer auch. Das ist krank. Kann man sich die auf den Kopf setzen? Ich glaube, oh, wow. Ich glaube, das soll man nicht. Ich weiß es wenn nicht. Wenn man sich die auf den Kopf setzt, hört sich einfach nur an, als wären deine AirPods kaputt. Aber das ist krank. Also die machen wirklich eine Menge Wind. Oh, geil. Ist echt gut. Was auch so konstant irgendwie ist. Also ich weiß natürlich nicht, wie lange der Akku hält. Ist wahrscheinlich so ein klassisches Temu 2-Euro-Produkt. Aber man könnte denken, wenn dir einer jetzt so entgegenkommt, dass der einfach nur seine Kopfhörer so auf lässig so einfach umgebunden hat. Das finde ich schon nice. Aber wenn du nicht mit so einem Ding rumlaufen willst, guck mal in deine Beach Please-Tasche da. Mhm. Da müsste, ich häng mit meinem Schirm fest. Da müsste ein Fan für dein Handy drin sein. Ja, genau. Weil wenn sich freut. Ja, aber wenn du mal jetzt so ein Erstklässler wäre, der gerade zum ersten Mal eine Matheaufgabe gelöst hat. Ja. Hat man in der ersten Klasse schon Mathe, ja, ne? Ich flieg hier weg, ey. Das hier ist ein Ventilator für mein Handy. Mhm. Wir haben sogar einen Adapter, wo man von dem normalen USB auf USB-C gehen kann, dann hier reinsteckt. Ah! Nein! Warum hast du schon kaputt? Ich flieg weg! Dann dreht er sich schon. Ja, weil du ihn reingesteckt hast. Ach, dann dreht sich's immer, wenn man reinsteckt. Ja. Mhm. Alter Schwede! Ja, ist doch geil! Das ist nicht wahr, das geht direkt an. Ja. Hört mal, da kommt wirklich eine okaye Menge Wind raus. Hier, Josef? Ja. Und das kannst du einfach so in die Hosentasche stecken, besser als das große Ding. Oh, ja gut, mein Akku geht im Sekundentakt leer. Nee, Spaß. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das vom Akku zieht, aber ich glaube, wenn man wirklich unterwegs ist und man kommt gar nicht klar, beispielsweise man ist gerade gesprintet, um einen Zug zu erwischen. Es ist so windig. Digga, film mal die Bäume. Der Hut. Das ist so krank, es ist so windig. Die Strömung von diesem Teil. Mein Hut. Wie soll ich denn da gleich mit einer Luftmatratze reingehen? Und falls deine Getränke nicht kühl genug sind, weil es ist ja heute auch echt super heiß. Es ist so krass, ich könnte mir nichts mehr wünschen als ein kaltes Getränk jetzt auch noch. Wir haben den Chill-O-Matic Automatic. Beverage Chiller. Science is so amazing. Das ist richtig krass, Josef. Weil das Ding verspricht, ich weiß ja immer nie, ob das stimmt. Digga, dieser Hut. Aber das verspricht, dass man, dafür müssen wir erstmal unseren, ich kann nicht mehr. Wir müssen erstmal unseren Tisch aufbauen. Den hatten wir letztes Mal ja schon mal. Wegen, wenn der hier noch eingebauten Solarpanel hätte, USB-C-Anschluss, man könnte sein Handy laden. Das wäre krass. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wenn hier jetzt noch Solarpanels drauf sind und man könnte damit sein Handy laden, das wäre krank. Und noch eine integrierte Box und einen Billardtisch. So. Und Getränke. Oh, okay, bevor wir anfangen, ich muss den Hut absetzen, weil der fliegt hier echt hin und her. Der nervt. So, Eis. Weil das so funktioniert das Ganze jetzt. Also hier kommt Eis rein und dann macht man einfach eine Flasche rein, dann wird es gekühlt. Genau. Wir haben letztens, als wir auf Mallorca waren, ich kann euch hier mal ein Foto einblenden, haben wir uns auch so eine Kühlbox gekauft. Das war der Gamechanger des Tages. Wir haben uns erst angeguckt, weil wir hatten so ein Mädel aus Mexiko irgendwie kennengelernt, keine Ahnung. Und die meinte nur so, ja, in Mexiko, we do it this way. Und wir so, hä, nee, wir brauchen jetzt keine Kühlbox. Und dann haben wir die gekauft und es war geisteskrank. Wir hatten den ganzen Tag kühle Getränke, Sonnencreme war kühl, es war richtig geil. Melone war da drin, Früchte. Aber gut, wir haben Crush-Eis ja an der Tanke gekauft. Da haben wir jetzt echt wenig drin, ne? Ja, ich will ja auch mehr, weil hier ist so ein Block geworden. Mann, Josef, der Block. Das
nervt. Jetzt wird der See noch kälter, wenn ich da gleich reingehe. Ah, der stirbt! Nein! Ich wette, der bestimmt fliegen kann, warte. Guck mal, muss er andersrum machen, wenn der will. Nein, der fliegt auch so. Ah, perfekt. Ah, never mind. So ein Kack, warum machen wir sowas bei 12 Grad? Wir machen weiter mit unserem Science-Experiment hier. Man macht die Flasche. Der Wind kommt schon wieder. That's it? Also, ich meine, dadurch wird es ja nicht kälter. Das waren doch 60 Sekunden, oder? Ich glaube... Es ist auch kaputt gegangen gerade. Nee, oder es ist automatisch ausgegangen, weil es jetzt reicht. Nee. Es geht immer noch weiter. Das bringt das was, ne? Mit diesem Draufklopfen mit der Kohlensäure? Das weiß ich auch nicht, ich mach das immer. Ich mach das irgendwie auch immer. Willst du oder ich? Alex, ich stehe direkt auf dem Berg, wenn ich Cola trinke. Okay. Da gib mal einen Schluck. Gib mal einen Schluck. Also die war warm, ne? Die war nicht gekühlt. Ja, die ist ein bisschen kühler geworden. Aber die ist jetzt nicht so kühlschrankkalt, aber das ist ja logisch. Ich glaube, die wäre genauso kalt geworden, wenn wir die einfach in eine Eisbox oder hier reingepackt hätten. Aber ist echt... Nein! Es ist alles kaputt heute. Also ist jetzt nicht so schlecht. Ich würde dem Ding eine 7 von 6 von 10 geben. Was würdest du dem Wetter heute für eine Bewertung geben? Wetter finde ich auch 10 für 10, um schwimmen zu gehen. 10 für 10? 10 von 10, um schwimmen zu gehen, ja. Oh, wir haben ein bisschen Sonne, sehe ich gerade. Boah, dann direkt den Schirm aufziehen. Ich weiß ja, dass du so gerne auf Adventure-Reisen gehst und Schätze findest. Was ist das? Ein Dildo. Genau! Das ist ein Metalldetektor. Nein! Jetzt geht's richtig. Soll ich hier am Strand? Soll ich hier? Jetzt hab ich's wie im Flughafen. Ey, soll ich hier am Strand? Warte, wir nehmen mal das mal bei Josef. Was willst du die ganze Zeit vor meiner Nase? Josef! Oh, Josef! Was haben wir denn? Josef! Einfach aufziehen, bitte. Josef? Ist halt ein Riesengerät, ne? Oh, wow. In deinem Knie? Hier ist dein Handy. Handy ist natürlich. Da ist nix. Hier ist gar nix. Hier ist Mikro. Ja. Hier oben ist aber auch Mikro, aber das hört er nicht. Hm. Oder hier das hier? Nee, den doch, auch. Da, den Dings. Genau, den Reißverschluss. Ja. Aber okay, dann lass mal über den Strand laufen. Ich glaube, die Kosten für die Physio nachher, für deine Rückenschmerzen, sind höher als das, was du findest. Josef, wart ab, ich finde was. Eine Stunde später. Komm, Luca, wir machen mal lieber weiter. Ich glaube, du findest da nichts mehr. Du hast doch deine zwei Schätze schon hier. Ich komme. Komm. Ich komme. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. Was macht er da? Hier war, vorhin hat es hier irgendwie gepiept. Ich hab wirklich gesungen, Josef? Dreh komplett durch hier bei dem Wetter, ey. Guck mal, Sonne. Nächstes Gadget. Willst du jetzt schon aufs Wasser? Ich will, nee, ganz am Ende gehe ich aufs Wasser. Ganz am Ende geht Laser aufs Wasser. Okay, geil. Oh. Ja, das ist aus Metall. Okay. Die Dose? Oh, da dreht es richtig durch. Wir haben einmal, das können wir dir eigentlich direkt schon mal geben, ein Besteckset. Meine Haare fliegen hier auch rum, ey. Messer und Gabel. Mhm, cool. Ach nee, guck mal, vorher können wir noch das hier testen. Ah, mit der Cola meinst du? Genau. Ach, das sind die ausfaltbaren Becher. Und das ist extrem praktisch, weil ihr dadurch halt weniger Platz verbraucht in der Strandtasche. Also ihr könnt das irgendwie ausklappen und dann könnt ihr das irgendwie als Becher benutzen. So? Dann irgendwie ausspülen und dann im Nachhinein wieder zusammenklappen, dann verbraucht ihr extrem wenig Platz. Habe ich aber auch nie so richtig verstanden, weil man kann ja auch Becher zusammenstapeln, dann packst du da rein einfach irgendwie... Tschüss. Das kannst du in deine Hosentasche jetzt reinpacken. Schmeckt nach China? Nee, stimmt, ich hätte das vielleicht mal auswaschen sollen, ne? Naja. Falls dir mal langweilig werden sollte, habe ich hier eine Mini-Frisbee. Ja. Klappt überhaupt nicht. Mini-Frisbee, hier kann man nichts mehr mitmachen. Hier, nimm. Wirf mal zu. Da steht, man muss die so. Ah. Wo stehe ich, Alex? Ja, Entschuldigung. Ah! Ja. Ja, Alex. Was? Hä? Wo bin ich denn? Ja, da oben. Aber vielleicht, ja, das fliegt halt echt nicht so weit. Ich hätte angerufen. Vierad, warte. Vierad, wir sind gerade in der Aufnahme. Willst du was sagen? Hi, ich würde gerne meine Familie grüßen. Einmal meinen Bruder Kemal, der immer an meiner Seite steht. Meinen kleinen Bruder. Unfassbar schön hier alles. Das ist wirklich geistkrank. Also wirklich, was wir hier alles sehen und für eine Natur haben, ist extrem schön. So, wir haben ja jetzt einmal Spaß gehabt und Getränke gekühlt. Aber falls Getränke noch nicht kühl genug sein sollten... Wie sagst du, wir haben ja jetzt einmal Spaß gehabt? Ja, keine Ahnung, wir haben gleich noch mehr Spaß. Immer Spaß. Das stimmt, meistens. Falls du mal irgendwann mit deinen Jungs auf Mallorca wieder unterwegs bist, ne, und dann kannst du ja nicht jedes einzelne Getränk so kühlen, haben wir natürlich auch eine Kühlpalme. Und die blasen wir jetzt nicht so einfach normal Leute, auf. Leute, ihr wisst, dass ich mit dem Handtuch sogar auf Mallorca wirklich unterwegs war, ne?
Können wir bitte festhalten, dass du das deiner Schwester zum Geburtstag geschenkt hast? Ja. Ja, das ist krass. Sehr gefreut. Einen akkubetriebenen, hallo, warte. Akkubetriebenes Aufblasgerät. Ja, super. Ich weiß nicht, wie wir das nennen. Das heißt, wir stecken jetzt die Palme da rein in das elektronische Blasgerät. Steck rein, Alex. Ich steck's rein. Bin ich drin, Luca? Okay, ja. Und jetzt? Das Blasgerät ist mit der Palme verbunden. Oh, es kann ja ganz schön blasen, ne? Passiert da was? Die Palme, ja, ich glaube, die Palme erhebt sich ein bisschen. Oh! Oh! Warum bringe ich da eine Palme zum Stehen, Luca? Hier passiert gar nichts, Alex. Habe ich das falsch eingestellt? Doch, aber, oder? Doch, guck mal, es passiert doch was. Ja, wir müssen schnell einen Übergang machen. Ich hab das andere Loch schon vorbereitet. Nein! Dein anderes Loch ist schon offen, oder was? Ja, ist auch komplett entleert, das andere Loch. Ja. Okay, bist okay, du halt mal richtig fest. Ja. Ich drücke. Ich kann das nicht. Ach, wir haben hier unten sogar noch mal zwei zum Aufblasen. Ja, ja, weil das wird ja so eine... Da kannst du ja dann dein Bier reinmachen. So, jetzt müssen wir dein Loch verschließen. Aber das waren jetzt alle Löcher, oder ist da noch eins? Wir haben noch ein Loch, noch was eins zu bedienen ist. Ach, ja, ja. Kriegt ja gar nicht genug, das Ding hier. So, guck mal, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Palme. Ach, guck mal. Jetzt kann man da theoretisch Eis reinfüllen. Genau. Und das Ding kann dann schwimmen auf dem See. Wir können das ja jetzt einfach mal so schon mal reinstellen. Aha. Also Eis hier rein. Und dann so Getränke. Und dann so Getränke hier rein. Gut, wir haben jetzt natürlich keine wirklichen Getränke, weil es ist auch extrem kalt. Ich hätte gerne eher einen Tee lieber. Ist, glaube ich, ganz geil. Also wenn man das Ding dann so ein bisschen auf dem Wasser stehen hat. Kann das Ding überhaupt schwimmen mit dem Teil hier dran? Eigentlich ja. Na, ist jetzt halt einseitig beladen, ne? Was machen wir hier eigentlich? Dann richtig krasses Gadget, weil wenn du mal am Strand liegst, und dann kennt man das ja so, wenn man so den Sand zwischen den Zehen hat oder irgendwie an den Beinen, das kann man ja nicht anders wegmachen, ne? Deshalb gibt es extra ein Gerät oder so ein Ding hier, womit du Sand von deinem... Ich krieg das nicht auf, Josef. Digga, warum geht das jetzt nicht auf? Ah, damit kannst du Sand von dir abreiben. Ich kann das alles nicht mehr. Mach mal Sand auf dich drauf. Ich hab Sand auf mir drauf. Okay, der Sand ist ab. Weißt du, was ich dafür sonst immer nehmen würde? Ich habe wieder Sand auf mir drauf. Ich glaube, es geht halt darauf, wenn du so nass bist. Darum, wenn du so... Sieht aus wie Scheiße. Es funktioniert schon besser als die Hand. Aber es macht die Hand auch extrem so weiß irgendwie. Ich weiß doch nicht, was da drin ist. Calciumcarbonat ist da drin. Guck mal, auch wenn man das hinschmeißt, schaut mal. Na, Calciumcarbonat ist nur Kalk, ne? Das ist nichts Schlimmes. Aber es ist trotzdem, es ist jetzt nicht einfach irgendwie so ein Beutel mit einer Idee, sondern da ist irgendwie, irgendwas ist hier drin, weil da kommt eine Menge so... Sieht man das auf der Kamera, Josef? Ja. Da kommt eine Menge so Rauch raus, in meinen so Pulver irgendwie. Also gut, ich sehe schon, da vorne ist noch eins, das will ich auf jeden Fall noch testen, bevor ich jetzt gleich aufs Wasser gehe, aka aufs Meer. Es sieht aus wie das Mittelmeer gefühlt. Wir haben da vorne noch irgendwie so ein Archery-Kit oder so. Setz mich mal wieder hin dafür. Wir haben ja schon mal so wiederbefüllbare Wasserbälle getestet. Das war im... Keine Ahnung, was das für ein Video war. Ich habe dir jetzt einen Bogen rausgesucht. Hier sind wieder so wiederbefüllbare Wasserbälle. Also wir haben Wasser im Wasserball drin und können jetzt angeblich... Soll ich schießen, willst du? Schieß du mal. Schießen, ja. Okay. Das kann man jetzt hier reinspannen. Mhm. Dann hält man den Ball quasi hier drin fest, zieht nach hinten. Der muss hier oben halten. Und ich kann das Ding... Oh nein! Ich schieß das Ding jetzt einmal mal nach oben. Nein, ich hab Juffel. Ich bin komplett nass! Es ist nur Scheiße! Ich hasse dieses Video! Das ist, es ist kalt! Es ist, alles geht schief! Die halten noch nicht magnetisch. Die letzten waren magnetisch. Das war geiler. Ey, das ist so ein Quatsch, was wir hier schon wieder machen. Wieso drehen wir sowas bei 13 Grad? Kann doch nicht sein. Das muss funktionieren. Ich schieße auch extra so ein bisschen schräg. So halten die das irgendwie. Ja? Ball ist zu. So. Ist auch eine gute Menge Wasser drin. Packt's da rein. Und jetzt mach's mal einmal so, wie die das vorzeigen. Oh, wow! Hier ist das Ding einfach gelandet. Das ist ja krank. Guck mal, da unten steht Alex. Also der hat wirklich so 20 Meter weit geschossen damit gerade. 3, 2, 1, los geht's! Oh mein Gott! Ja, das ist schon geil! Oh mein Gott, ist das krank! Wieso funktioniert das Ding plötzlich? Das ist ja geisteskrank. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Abschluss von Harvard, sonst kriegt man das nicht hin. Ey, der fuckt so ab, ne? Au! Ah! Der war gut, oder? Das Ding hatte unnormales Speed drauf. Aber habt ihr gesehen, ich hab gefangen. Slow Motion, Josef. Nachdem wir jetzt das getestet haben, kommen wir zu deinem großen Highlight. Du darfst jetzt endlich aufs Wasser gehen. Die Sonne ist auch wieder weg, also perfekt. Ab aufs Wasser mit dir. Endlich kalt. Wasserhängematte. Bro. Damit du auch schön im Wasser hängst. Mein Plan war, auf einer Luftmatratze zu chillen, damit ich eben nicht direkt im Wasser bin. Damit, das ist ja der Gegenteil der Fall. Jetzt brauchen wir jetzt wieder unser Aufblas-Gadget. Einmal blasen, bitte. Was ist das denn für eine Luftmatratze, Alter? Ich hänge doch nur im Wasser. Aber ich habe eine Idee.
Ich pack da, haben wir noch irgendwas anderes an Luftdings mit? Wir haben das Ding, oh mein Gott, wir wollten eigentlich das Ding hier zum Hinsitzen nutzen. Das ist nämlich unsere Camping-Luftmatratze. Ich weiß nicht, ob die wasserfest ist, aber wir blasen die auch auf. Wir experimentieren hier ein bisschen rum. Ja, wir sind ja auch in 10 Minuten durch. Wir machen nur noch das hier und dann... So, willst du jetzt mal deinen Konstruktor erklären? Das sieht doch aus wie so ein Schulprojekt, was nicht funktioniert. Wie schlecht das aussieht. Das ist ja eine Wasserluft... Nee, Hänge... Wie nennt man das? Alex, ich brauchst du nicht fragen. Ah, es tut auch so weh. Ich habe extra Schlappen mitgenommen, aber logischerweise haben wir die im Auto gelassen. Boah, ist das kalt! Jungs, hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Ich gehe da mal auf hohe See. Ja, richtig gut. Macht's freut gut, mich. Ne? Ciao, ciao. Josef! Klappt ja super. Mir ist arschkalt. Mir ist arschkalt. Mir ist arschkalt. Ich bin komplett unter Wasser. Ich bin komplett unter Wasser. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ja, du kannst ja auch paddeln. Aber das kriege ich dir. Das Seil geht nicht so lang. Jungs, mach's gut. Ah, ich knall runter. Ich knall runter. Hey, ich knall runter. Ich knall runter. Soll ich dich ranziehen? Wenn ich sterbe, gib... Sandra nicht den YouTube-Kanal. Jetzt kommt aber wirklich so. Tschüss. Ey, nein, nicht das Seil. Ja. Luca, wir haben das Seil nicht mehr. Was? Ey, was war das? Warum lässt du das Seil los? Ich hab das weggeschmissen. Warum lässt er das Seil los? Ist der krank? Ja, aber du bist ja schon komplett im Wasser. Du willst weiter raus. Alex, ist das jetzt der Moment, wo wir den Kanal übernehmen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er treibt jetzt einfach ab. Luca? Geh nicht zu weit. Ich hab auch ein bisschen Schiss, ich wurde gerade, glaube ich, schon gebissen von irgendwas. Aber es klappt besser als erwartet, unsere Konstruktion. Ich hänge zwar komplett im Wasser und es ist arschkalt, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ich finde es auch super, was mit unserer Rettungsleine passiert ist, die Alex eigentlich behalten sollte. Der steht einfach mit Handy. Ja, ich warte auf den Moment, wo er reinfällt. Ich fühle mich wie ein Wal an der Nordsee. Was Angst, dass ich reinfalle, Alter, ich war komplett drin. Das hier war auf jeden Fall eine harte Kältetherapie. War auf jeden Fall sehr interessant, bei 12 Grad hier schwimmen zu gehen. Unsere Konstruktion, naja, hat eher nicht so funktioniert. Semi für gut funktioniert, glaube ich. Leute, wenn wir das dritte Mal Sommergadgets testen sollen, vielleicht im Winter im Skiurlaub, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Yusuf, du hast die letzten zwei Worte. Willst du noch mal ins Wasser? Das waren nicht zwei, aber trotzdem. Haut rein, Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao.